Heute bin ich mal wieder ein neues Auto testen. Ihr seht es schon, ich sitze nicht in meinem Tesla. Wir sitzen heute in einem Kia EV6, in einem GT-Line EV6. Das ist nicht der GT, sondern GT-Line. Hat auch den Allradantrieb, also quasi die maximale Motorisierung ist hier drin vorhanden. Es gibt ja noch zwei Varianten mit Heckantrieb. Ich habe das Auto ganz normal zu einer Testfahrt mir mal ausgeborgt. Und ja, ich wollte gerne mal dieses Auto testen und dann auch das Schwesterfahrzeug, den Hyundai Ioniq 5. Ne? Das ist ja quasi die gleiche Plattform. Und ja, jetzt hat das mal mit dem Kia geklappt. Wie ihr schon seht, im Innenraum alles sehr, sehr, sehr schick gemacht. Muss ich wirklich sagen, also die Verarbeitung ist wirklich top. Und was mir alles noch sogar an dem Auto gefällt und wie das Auto sich fährt und alles drum und dran, zeige ich euch nach einem kurzen Intro. Also bleibt dran. Wir machen eine kleine Fahrt. Wir stellen uns dafür an, natürlich, als allererstes. Wie früher beim guten alten Verbrenner das Auto zum Leben erwecken. Dann sieht das so aus. Das Auto startet, fährt hoch, sagt jetzt auch bereit zum Losfahren, weil ich schon auf der Bremse stehe. Das ist so gewöhnliche Sache. Was man unbedingt machen muss. Als Tesla-Fahrer bin ich natürlich immer gewohnt und habe das auch so eingestellt, dass wenn ich ein Elektroauto fahre, soll das Elektroauto auch stehen bleiben, wenn ich rekuperiere bis zum Stand und nie rollen. Beim Kia ist es so, dass man kann die Stärke der Rekuperation in 3 Stufen einstellen. Aber es bleibt immer beim Level 3 stehen und Level 3 ist nie das Maximum. Es gibt noch eins darüber. Das findet man aber nicht im Dashboard oder im Display unter den Einstellungen, sondern man muss das hier oben am Lenkrad mit diesen Tasten hier einstellen. Hier hat man einen Plus und hier hat man eine Minusfunktion. Wir sehen jetzt hier immer noch Level 3. Und jetzt kann ich hier hochschalten, wenn ich den Gang eingelegt habe und dann sagt der iPedal und hier Max. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Nur mit dieser Einstellung bleibt das Auto auch stehen. Sonst hat man immer die Funktion wie bei einer normalen Automatik, dass das Auto, also wenn man stehen bleibt, einfach losrollt. Wie das früher vielleicht bei der Automatik war, ja, da ist es okay. Aber ich als Elektroautofahrer finde das sehr komisch. Ist auch ein bisschen gefährlich, finde ich. Ich möchte, dass das Auto einfach stehen bleibt und gut. So, wir fahren halt los und auf geht's. Ich nehme euch mit, Gang ist eingelegt und auf das Fahrpedal und los geht's. Wir haben hier oben auch ein Head-Up-Display, habe ich jetzt lange nicht gehabt. Hier der Kia hat es mal wieder. Oh, wir fahren hier raus und wir sind hier auf der Landstraße, also 100 km/h. Ich bin jetzt noch im Normalmodus, ich fahre noch nicht im Sportmodus. Es gibt einen Eco-Modus und einen Sportmodus zum Fahren. Ja, die unterscheiden sich natürlich. Keine Frage. Ich würde für den normalen Einsatz immer empfehlen, mit dem normalen Modus zu fahren. Der Sportmodus braucht natürlich auch wesentlich ein bisschen mehr Energie beim Losfahren. Den testen wir dann sofort. Die Schilderkennung funktioniert übrigens einmal frei, weil wir gerade hier ein 70er Schild haben. So, jetzt wird die Straße hier ein bisschen enger. Mal schauen. Jetzt mal den Fahrradfahrer hier leben lassen. Ja, man kann das Auto auch sehr sportlich fahren. Also das ist gut im Antritt, wie man sieht. Also man muss da mal ein bisschen drauf achten, dass man es jetzt nicht zu sehr übertreibt. Wir haben ja hier 225 kW, glaube ich. Und ja, Allradantrieb natürlich. Und das ist eben das maximale Performance-Paket, was man jetzt normal haben kann. Wer es noch ein bisschen mehr braucht, muss dann eben die GT-Version kaufen. Dann werden wir mal schauen, was das Auto kann von 0 auf 100. Ihr kennt das in meinen letzten Videos. Und ihr hört ja schon in der Akustik hier auch im Auto, dass es alles sehr angenehm ist. Also die Fahrgeräusche sind sehr angenehm. Das Auto ist gut isoliert, gut gedämmt. Die Verarbeitung überhaupt ist echt gut. Da gibt es überhaupt keine Kritikpunkte meinerseits. Andererseits muss man sagen, für den Preis des Autos ist nicht gerade ein Schnäppchen. Das sollte man auch das erwarten können, dass so eine Verarbeitung vorhanden ist. Wir reden ja hier immerhin von Auto, also so wie hier, den ich jetzt hier teste, da reden wir von 63.000 Euro. Ist schon viel Geld, ne? Für ein Kia. Und ja,
muss man eben sich überlegen, ob man dafür bereit ist, so viel Geld auszugeben. So, Beschleunigungstest. Wir haben hier einen Mulchhalter. Über diesen Mulchhalter gelangen wir hier oben in dieses Menü. Und über diesen Mode kann man mit Eco-Mode fahren, normalen Modus fahren oder im Sportmodus fahren. Das wollen wir jetzt machen. Wir fahren jetzt im Sportmodus. Wir sehen schon, da hat sich die Beleuchtung geändert. Dann ist dann auch hier die Interieurbeleuchtung in Rot. Und wir gucken mal, was das Auto 0 auf 100 kann. Auf geht's. Was ich schon mal sagen muss, der Kia hat ein sehr langes Gap von Beschleunigen, also Gaspedal durchdrücken und dann losfahren. Das ist mir damals auch schon beim Ford Mustang aufgefallen, also beim Mustang macht Aki. Der hat genau das gleiche gehabt, das gleiche Phänomen. Ja, ich finde es komisch, ist ungewohnt. Wie gesagt, ich vergleiche das immer mit Tesla. Wenn man beim Tesla in den Karton reintritt, spurtet der Tesla los. Dann ist beim Tesla absolut feuerfrei. Und hier tritt man rein und dann, jetzt. Ist ein bisschen komisch, aber ja, das Auto fährt ausreichend gut. Die Beschleunigung ist ausreichend. Wir reden laut Papier, glaube ich, von 5,5 Sekunden von 0 auf 100. Völlig ausreichend, brauchen wir nicht drüber reden. So, wir halten jetzt mal hier an und ich zeige euch mal noch, wie man hier schön mit der Rückfahrkamera fahren kann. Dazu habe ich jetzt hier mal so ein kleines Plätzchen. Wir haben jetzt hier ein Rondell und wir parken mal hier ein. Schön. So, nochmal hier den, da müssen wir stehen bleiben, da haben Sie den Wahlschalter, den drehen wir auf links, dann haben wir den Rückwärtsgang ein und hier oben geht die Kamera an. So, und da haben wir eben zusätzlich zu der Rückfahrkamera noch ein einwandfreies Birdview, was ich wirklich cool finde. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel davor fahren würde, macht er hier so eine virtuelle Darstellung an, dass man, wie er schon sagt, Umgebung zu ihrer Sicherheit prüfen. Das finde ich echt cool, auch wenn man jetzt hier lenkt, guckt, dann dreht sich das Rad. Hier nach rechts eingelenkt dreht sich auch das Rad. Das ist schon echt eine coole Sache, oder? Also habe ich so, muss ich sagen, noch nie gehabt in einem Fahrzeug. Und das ist echt gut. Ist eine sicherheitsrelevante Sache, aber ist auch ein wirklich schönes Gimmick. Verschafft viel Übersichtlichkeit. Denn ja, wie es bei fast jedem Auto so ist, ich kann euch ja mal den Blick nach hinten zeigen. Der ist halt sehr eingeschränkt. Wie es in den vielen, in den meisten modernen Fahrzeugen und vor allen Dingen in den Crossovern ist, die mit einem hohen Heck arbeiten. Und ihr seht ja auch hinten die Dreiecksscheibe, die ist wirklich sehr mini. Und jetzt kommt als nächstes ein Außencheck. Wir stellen das Auto ab, ich gehe mal raus mit euch und dann gucken wir uns den Kia mal von außen an. Raus aus dem Auto. Wir nehmen mal lieber vorsichtshalber den Schlüssel mit. So, Auto zu. Wenn man aussteigt, ist immer die Fahrerseite auch die Türklinke auf. Also wenn man das Auto verriegelt, machen wir jetzt mal, wir machen das Auto zu, klappen auch die Spiegel an und wenn wir das Auto aufmachen, gehen hinten, vorne und überall die Spiegel ab und eben die Türklinken klimpen so raus. Das ist auch nur bei der besseren Modellvariante so. Wenn man das einfache Modell hat, sind die halt fest, muss man die manuell rausdrücken und aufmachen. So ähnlich wie beim Model 3. So, wir lassen das Auto mal offen. Ich gehe mit euch mal hier rum. So sieht er aus. Von vorne natürlich sehr, ja, vom Design her schon sehr bestimmt, finde ich. Also man sieht im Auto an, dass es sagen will, geh mal rüber, ich komme jetzt. So finde ich. Man sieht doch, er verriegelt jetzt wieder automatisch. Was mir ein bisschen nicht so gefällt, ist, dass das alles hier im Klavierlack gehalten ist. Das ist eine coole Sache, wenn es neu ist. Ne? Aber wir wissen ja, das Klavierlackzeug, wenn das Auto etwas älter wird, ich weiß nicht, wie es sich verhält. Wir sehen hier vorne ein Radarsystem mit Sicherheit und hier oben haben wir noch eine Kamera. Ja, wir haben natürlich hier LED-Scheinwerfer und mit Matrix-Technologie, also die Scheinwerfer blenden auch aus. Wir haben aber kein adaptives Licht, also der lenkt nicht in die Kurven rein. Einfach nur geradeaus, aber reicht völlig zu. Licht ist super. So, wir haben auch hier unten die Belüftung. Die ist mechanisch verriegelbar. Also das geht auf und zu. Man sieht es hier so ein bisschen. Sind so kleine Flaps hier unten dran. Wie das eben heutzutage so ist. Die ganze Vorderfront, okay, gefällt mir schon wesentlich besser als bei vielen anderen Autos. Aber ich muss trotzdem sagen, für ein Elektroauto ist es mir noch zu sehr zerklüftet.
Man könnte das alles ein bisschen idealer bauen und ja, ich weiß, das gefällt nicht jedem im Model 3 oder in Tesla, aber das ist nun mal das effizienteste Elektroauto, was wir haben auf dem Markt. Und daran sollten sich eigentlich meiner Meinung nach alle Autohersteller orientieren. Wenn das jetzt unten nicht so wäre, ich meine oben, die ja, gefällt mir eigentlich ganz gut. Das, was unter dem Kennzeichen ist, ist für mich, für meinen Geschmack too much. Könnte man etwas dezenter gestalten. So, wir gucken uns das Auto weiter an. Wir haben wunderschöne Felgen. Die gefallen mir sehr gut. Das sind auch Alufelgen mit solchen Kunststoffteilen. Das ist Kunststoff hier irgendwie. Ich weiß nicht, ob das eine Kappe ist, aber nee, ich glaube, das ist eine ganze Felge. Das ist eine Alufelge. Wir haben auch mächtige Bremsen. Die Bremsen gehen sehr gut. Ich muss auch sagen, was mir nicht gefällt an den Bremsen, ist, dass die Bremsen zuweilen etwas derb ans Werk gehen. Also wir sind, wenn man ein bisschen in die Bremse reintritt, hat man schon eine mächtige Verzögerung. Wir haben zwei 55er, 45 R20 Reifen, also relativ große Bereifung. Die ist auch laut Kia nur mit 2,5 Bar zu fahren. Das ist ein bisschen, meiner Meinung nach, zu wenig. Ich würde hier ein bisschen mehr Druck drauf bringen. So, von hinten sieht er natürlich sehr stylisch aus. Da hat sich Kia echt was einfallen lassen. Mir gefällt das gut. Ist Geschmackssache. Hier sehen wir auch nochmal GT-Line. Hier drunter verbirgt sich die Ladeklappe. Ja, das ist der Kia. Und beim Review würde ich sagen, fangen wir heute mal im Kofferraum an. Wir drücken hier lange auf die Taste. Kofferraum. Und der Kofferraum öffnet sich automatisch. Wir haben einen relativ guten Kofferraum, keinen übergroßen, mit einer Laderaumabdeckung. Hier in dieser kleinen Schachtel befindet sich der Ladeziegel, also für die normale Ladung an der Haushaltssteckdose. Hier haben wir noch ein Tütchen. Hier unten drunter ist jetzt wirklich nicht viel Platz. Ich habe mir jetzt noch eine Ladekabel mal reingehauen, weil ich wollte jetzt an der 11 kW Säule laden, aber hat sich das nicht so ergeben. Denn der Kia kommt von Haus aus ohne Ladekabel, muss man halt dazu kaufen. Hier haben wir noch so ein Tire-Mobility-Kit und viel mehr Platz ist hier nicht. Also hier drunter kann man noch so ein bisschen was schieben, aber ja, man kann die auch ganz hoch machen. Ein kleines Gimmick ist, was vielleicht manche noch gar nicht so wissen, wenn man das Teil hier oben raus macht, kann man dann, wenn man den Balken hier oben rausbaut, wenn man hier beladen will, das Auto, kann man das komplette Teil hier reinschieben und dann hier reinlegen. Ja, dann ist die Laderaumabdeckung hier verschwunden, kann das alles wieder zusammen machen und zumachen und hat dann eben hier oben Platz. Und sonst ist es relativ angenehm, die Ladekante ist hoch, aber ist noch, sage ich mal, human. Ja, es ist ein bisschen mehr wie Kniehöhe, so Oberschenkel, ja, geht schon noch. Wir haben hier im Kofferraum eine 12-Volt-Sportsteckdose und haben hier auch noch Lautsprecher. Und hier sind die Entriegelungen für die Sitze, haben wir hier und da. Wir haben auch eine Durchreiche. Wir haben noch hier schöne Zoösen. Das finde ich ganz gut, ganz praktisch. Das fehlt mir ein bisschen beim Tesla. Wenn wir hier drüben aufmachen, haben wir dann die Entriegelung, die mechanische Entriegelung für den Ladeanschluss. Falls das Fahrzeug mal irgendwie spinnen sollte, dass man den Stecker nie abkriegt von der Ladesäule, kann man das hier entladen. So, entriegeln, so rum. Hier haben wir auch noch eine Rückfahrkamera, eine Beleuchtung, ja, nichts Aufregendes, wir machen wieder zu. Das geht alles sehr geschmeidig. Ladeklappe zeige ich euch noch schnell, wenn wir immer hier sind. Geht so mit einem Touch hier irgendwie so auf, wenn das Auto offen ist. Drückt man hier so drauf, geht die Ladeklappe auf. Wir haben einen normalen Ladeanschluss, haben eben dann hier, wenn wir das DC laden wollen, noch diese Kabel hier drauf. Und optional gibt es das Auto ja noch mit einer Dose, dass man das, oder zumindest mit einer Option für bidirektionales Laden, ne? Also das finde ich sehr cool. Zumachen tun wir den hier nicht, den machen wir dann drin zu, oder der geht dann so zu über den Druckknopf, also nicht mit der Hand bedienen. Jetzt geht er schon wieder zu. Das verstehe ich immer nie, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich ein bisschen doof, dass das Auto immer so wild verriegelt und entriegelt. Man will eigentlich mal rein. Ja, Platz ist wirklich ausreichend. Also wenn ich mich jetzt hier reinsetze, muss ich mal meine Joppe mal rüberlegen.
ich kann trotz, dass der Sitz jetzt hier hinten in der Einstiegsposition ist, also der ist noch zurückgefahren, habe ich hier mit meinen 1,85 ausreichend Platz, wirklich ausreichend Platz. Also man sitzt wirklich bequem. Die Beine sind ein bisschen hoch, aber man kann eben hier auch mal die Beine hier rüberlegen. Ja, hat genügend Platz hier. Also. Und was da ganz cool gemacht ist für hinten, man hat hier und da zweimal USB-C zum Aufladen im Fond. Man hat noch eine Belüftung hier im Fond. Ja, das ist eigentlich alles sehr gut. Hier oben sind sogar noch die Abdeckung dran, die Folien. Also das ist alles noch relativ neu hier, das Fahrzeug. Ja, also alles schön gemacht. Wir haben hier auch so ein Meridian Soundsystem. Das ist quasi das beste Soundsystem, was es gibt. Auch mit 14 Lautsprechern, ähnlich wie im Model 3. Ja, gefällt mir alles ziemlich gut. Man kann auch die Sitze. Man sieht es hier. Wir haben hier einen Hebel. Und darüber kann man den Sitz hier in der Neigung verstellen. Das ist ähnlich wie Model 3, da hat man ja drei Positionen. Da kann man die ganze Sitzbank so ein bisschen, ja, je nachdem, wie man das möchte, hin. Und ja, wir haben natürlich eine Mittelarmlehne, logisch. Und oben drüber haben wir hier die Durchreiche. Und dann aufklappen können. Und dann sind wir im Kofferraum. Ja, alles sehr schön gemacht. Hier kann man auch einen Getränkehalter oder eine Ablage. Ist auch cool gemacht, ne? Also finde ich gut. So. Alles sehr durchdacht und schön gemacht. Weiter geht's vorn. So, bevor wir jetzt vorn einsteigen, zeige ich euch nochmal den stylischen Außenspiegel. Da hat sich wirklich Kia was einfallen lassen. Finde ich schon ziemlich groß, also ist sehr viel Volumen noch drumherum gebaut, so, aber sieht irgendwie stylisch und gut aus. So, wir haben natürlich hier Sitze, wenn wir hier einsteigen, die verstellbar sind. Wir können hier oben die Lehnenneigung noch in eine, ja, der wahrscheinlich den ganzen Sitz in eine flache Position bringen. Das ist eine verstellbare Lordosenstütze und dann natürlich normale Lehnen- und Sitzposition. Die Sitzposition ist aber hier in der Höhe. Man kann mehr oder weniger nur neigen, die Sitzfläche. Wenn wir schon mal hier sind, wir haben hier auch noch einen Hebel, um mal vorne in den Frunk zu gucken, wie man das bei der Elektroauto so nennen. Wir sind ja Elektroautofahrer. Der Elektrofahrer hat nun mal einen vorderen Kofferraum, einen Frunk. Mal gucken, wo wir den hier entriegeln können. Ja, hier haben wir einen Hebel. So, was haben wir denn hier? Tja, das sieht ja fast aus wie ein Verbrenner. Putzig! Nix da mit Frank. Wo ist denn dieser Kofferraum? Wir schauen mal hier rein. Ah, naja, das ist eher ein Kofferräumchen. Ja, das war's dann gewesen. Was haben wir noch hier? Wir haben hier die 12 Volt Batterie. Hier sind wahrscheinlich noch Sicherungen drunter. Wahrscheinlich auch der First Responder Loop, oder? Wo ist denn der versteckt? Oh, na, hier sind nur Sicherungen. Aha, was haben wir denn hier? Ah, hier ist irgendwas mit Feuerwehrmann drauf. Aha, da muss dann die Fuse gezogen werden. Aha, okay. Das muss man natürlich wissen. Verstehe ich nicht, warum man da nie ein langes Ding ist. Da hier oben ist ein Symbol drauf, aber okay. Bremsflüssigkeit. Kühlflüssigkeit und Washer, also für die Scheibenwischanlage. Ja, das war's schon. Gibt es nicht weiter zu sehen. Wir machen den Laden wieder zu. Ist auch eine sehr mächtige, sehr breite Motorhaube. Also, ja, das ganze Auto ist generell ziemlich, das ist nicht das kleinste Auto, wenn man das so sieht. Ne? Also, es ist doch ein relativ großes Auto und wie ich schon sagte, was sie hier gut gemacht haben, ist halt, dass die Motorhaube vorne schön kurz ist und schön aerodynamisch gebaut. Eine steile Front, ne? Nicht zu hoch vorne, ne? Das ist eben der Unterschied, was ich sagte vor uns zum Ford Mustang Mach-E. Und wir sehen eben auch hier einen relativ hohen Unterboden und den Teil, wo eben dann die Batterie unten drunter ist. Wenn wir jetzt uns hier reinsetzen, fährt das erstmal wieder der Sitz nach vorne. Jetzt sind wir in der Sitzposition angekommen, die wir brauchen. Ja, man muss halt klassischerweise sagen, erstmal das ganze Innenraumdesign gefällt mir ganz gut. Hier oben haben wir so ein bisschen solche recycelbaren Materialien, habe ich mal nachgelesen. Auch die ganzen Verkleidung der Tür und so, das Kunststoff ist aus recycelbaren Materialien gemacht. Das finde ich sehr schön. Wir haben halt hier einen Drehschalter für die Gangwahl, ein On-Off-Button, wo ich nie weiß, warum man überhaupt sowas noch hier baut. Aber gut, sei es drum. Hier oben haben wir die Bedienung für die Sitze und die Lenkradheizung. Wir haben auch eine Lenkradheizung am Start. Ja, wir haben einen schönen klassischen großen Warnblinker. Das finde ich gut, dass der gleich hier ist und schnell erreichbar ist. Das macht das alles ein bisschen einfacher. Wir haben Luftauslässe und so weiter. Aber damit wir erstmal hier was machen können, machen wir hier das Auto an.
Dann erwacht der Kia zum Leben. Man hört es auch, dann kommt immer so eine komische Meldung. Naja, fahren Sie vorsichtig. Naja, das wissen wir schon. Das tun wir bestätigen. So, das Auto braucht relativ lange, muss ich sagen, bis es hochgefahren ist und fahrbereit ist. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. So, dann lädt auch das Handy. Wie gesagt, wir haben hier unten eine Handy-Ablageschale noch. Das wollte ich noch dazu erwähnen. Da sind wir bei der Mittelkonsole durch. Wir haben noch hier ein bisschen Platz zur Ablage. Ein ziemlich tiefes, großes Fach und natürlich noch zwei Getränkehalter. Und hier auch noch ein kleines Fach für kleinere Sachen. Dann haben wir unten in der Mittelkonsole ein riesengroßes Fach. Da habe ich jetzt mal eine Kamera eingelegt. Dann haben wir hier nochmal zwei 12 Volt Bordsteckdosen. Eine hier ist USB-C. Hier haben wir 12 Volt Bordsteckdosen. Nochmal USB-C und USB. Also ja, ausreichend Lademöglichkeiten oder Ansteckmöglichkeiten. Was mir nicht ganz so gefällt, ist hier oben das Menü. Ich muss sagen, das ist alles ein bisschen too much für meine Begriffe. Ich habe hier lange gesucht und gemacht, bis ich mir mich durchgerungen habe. Hier hat man eben diese ganzen EV-Einstellungen. Dann hat man, ich wollte eigentlich mal gucken, die Klima zum Beispiel. Ja, die Darstellung, ne, das kennen wir alles ein bisschen hier so. Ja, was ich gut finde, dass man eben so eine Umluftaktivierung hat, wenn das Auto im Tunnel fährt oder bei Verwendung von Scheibenwischwasser, dass man eben da nicht die Luft einatmet von diesen Scheibenwisch, diesen Geruch. Ihr kennt das ja bestimmt. Das ist schon eine coole Sache, dass er automatisch dann einstellt. Ach so, bei Klima, was man noch einstellen kann, ist die Sitzheizung hinten. Das Fahrzeug verfügt über eine Sitzheizung hinten. Die kann man hier regeln mit dem Button hier, 2, 3. So, was haben wir noch hier? Navigation ist klar. Telefon kann man natürlich verwenden. Man kann sich die Karte anzeigen lassen. Das ist auch alles ganz gut gemacht. Ja, also es geht so. Ne? Also ist es nie herausragend, aber es ist okay. So, und bei den Einstellungen haben wir eben die Fahrzeugeinstellungen zum Beispiel, was ich vorhin schon sagte, Fahrmodus, eben diesen Bremsmodus hier, Normalsport. Wir haben jetzt Normalen, der ist schon ziemlich krass, also da finde ich, braucht man jetzt nie weiter rumspielen. Aber man kann einen Motorsound machen, das habe ich jetzt nie angemacht, das habe ich auch nie gezeigt, weil das will ich auch niemandem zeigen. Ja, also kann man dann verschiedene Motorsound-Charakteristiken, wer sowas braucht. Man kann auch seinen individuellen Sound hier wahrscheinlich hochladen mit einer App. Head-Up-Display kann man einstellen, Kombi-Sitz und so weiter. Also man hat hier sehr viele Einstellungen und viele Möglichkeiten der Einstellung. Das ist so alles gut, aber es ist halt alles, ihr seht schon, es ist ein relativ kleines Display mit jede Menge Informationen. Was cool ist, wenn man blinkt und fährt, sieht man dann hier so im Kreis die Rückansicht. Das ist sehr cool gemacht. Die ganzen Tasten hier am Lenkrad, Tempomat und Spurhalteassistent und also da muss man schon eine Weile, braucht man da auf jeden Fall, um da hier reinzukommen. Am rechten Hebel bedient man nur noch die Wischanlage, kann man auf Automatik eigentlich lassen, funktioniert gut. Auf der linken Seite haben wir dann noch das Licht, kann man auch auf Automatik stehen lassen eigentlich. Dreht man hier außen den Teil auf Automatik und aus, dann hat man das auch hier im Display, das Feedback. Das ist glaube ich der Gesamtkilometerzähler, das Auto hat tatsächlich glaube ich erst 792 Kilometer weg. Also ist wirklich fast neu. Und ja, wir haben noch ein Handschuhfach, haben wir natürlich noch. Das Handschuhfach drückt man hier auf. Ein relativ großes, schönes Handschuhfach, muss ich sagen. Mit einer riesengroßen, dicken Bedienungsanleitung. So, ich bin jetzt mittlerweile 148 Kilometer gefahren. Das ist schon eine ganz schöne Strecke. Und habe einen Durchschnittsverbrauch jetzt von 16,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist eigentlich sehr gut, ne? Landstraße überwiegend jetzt gefahren. So Tempo 100 natürlich, Tempo 100 sind Tempo 70, was so auf der Landstraße geht. Einige Ortschaften. Aber dafür ist der Verbrauch echt human. Ich denke auch, das ganze Antriebskonzept und das Fahrzeug ist auch sehr sparsam. Ich tippe aber mal darauf, wenn man jetzt viel Autobahn fährt,
Das können wir vielleicht welche bestätigen, Leute bestätigen, die das Auto fahren oder die schon mal längere Autobahnstrecken mit dem Fahrzeug gefahren sind, dass dann der Verbrauch aufgrund der, sag ich mal, die ganz günstigen Aerodynamik doch ein bisschen nach oben geht, vor allem bei 150 Tempo so. Ich meine, das Auto fährt nur 185 km maximal, nur ist jetzt übertrieben, das reicht ja eigentlich zu, aber ist halt begrenzt. Ich vermute, dass dann eben der Verbrauch so über 20 Kilowattstunden auf jeden Fall liegen wird auf 100 Kilometer. Jetzt tun wir aber das Fahrzeug erstmal an. Ich bin hier an der Ladesäule angekommen und will mal hinten anstecken. Habe mir jetzt hier eine CCS-Ladesäule ausgesucht. Und da steigen wir mal aus. Und schauen, was das Fahrzeug zeigt. So. Er pümmelt jetzt wie wild, weil er ist nie aus. Dann müssen wir hier rauf drücken irgendwo. Ja, jetzt. Den schnippe ich nochmal auf. Und da haben wir die Ladesäule. Und stecken hier an. Ja, und da schauen wir her, was ich hier gefunden habe. Seht ihr das? Erstens mal hier. Die Verkleidung, die ist, ja, die macht eine leichte Biegung so. Hier hoch, kann man das sehen? Hier. Das ist, wurde ja bei Tesla auch mal so ganz stark bemängelt, ne, wenn die Innenraum, die Verkleidung der B-Säule oder A-Säule nicht ganz so perfekt ist. Ist hier aber bei Kia auch. Und dann haben wir das Problem, dass bei Gummi hier, kann man jetzt schlecht sehen, ne? Ich möchte vielleicht mal das Auto aufmachen. Sieht man das so besser? Der Gummi hier. Also irgendwie ist der Gummi hier überhaupt nicht richtig drin. Seht ihr das? Hier so muss er sein. Und hier ist irgendwie die Verkleidung, also. Ich weiß nicht, ob es schlampig angebaut ist oder. Ah, guck mal, ich kann es hier so reindrücken. Ah, guck hier. Schnell repariert. Ja, gewusst wie. Ne? Jetzt sieht es gut aus. Hat mich aber echt gerade gewundert. Ich dachte, Mensch, das musste doch mal. Also, ja. Wir sehen, auch Kia kocht nur mit Wasser. Da gibt es eben auch mal solche Schwächen. Ist das kein großes Drama, aber kann mal erwähnt sein. Passiert eben auch den Besten. So, jetzt stehen wir hier schön an der Ladesäule. Da habe ich mal Zeit, etwas über das Auto zu reden. Ihr kennt ja meine Videos. Vielleicht, ich gucke immer so 5 Dinge, die mir besonders gut gefallen und 5 Dinge, die mir nicht so gut gefallen in dem Fahrzeug. Das werde ich jetzt mal hier versuchen zusammenzukriegen und zu erörtern. 5 Dinge, die mir gut gefallen. Gut gefällt mir erstmal im Allgemeinen die Optik des Autos außen. Auf jeden Fall ist das Auto sehr schnittig, aerodynamisch gebaut. Trotzdem, dass es ein relativ großes Auto ist. Der Kia sieht sehr markant aus von vorne, das gefällt mir wirklich sehr gut. Und ja, im Allgemeinen ist der Auftritt des Fahrzeugs, finde ich, schick. Da gibt es eigentlich für meinen Geschmack nicht viel Schlechtes dazu zu sagen. Ist ein schönes Auto. Punkt 2 ist der Innenraum. Der Innenraum des Kias ist wirklich erstens mal solide verarbeitet. Alles sehr gut von der Haptik her. Alles schick, top. Hier klappert nichts, hier ist nie irgendwie was, wo man sagt, das ist ein bisschen, da wurde gespart. Kann ich nichts finden. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ist schön gemacht, auch mit dem Panel hier, wenn man das hier mal sieht. Mit dieser Optik hier oben, das ist so leicht hellgrau, dunkelgrau abgesetzt, so in der Streifenoptik. Das macht einen schönen, schicke Optik. Das hat man auch hier nochmal auf der Mittelkonsole. Da haben wir das, sehen wir das auch nochmal. Da wurde sich ein bisschen Mühe gegeben. Ein dritter Punkt, der mir gut gefällt, ist das ganze Handling vom Fahrzeug. Während des Fahrens ist das Fahrzeug sehr stabil. Das Fahrwerk ein guter Kompromiss aus komfortables Fahren, nicht zu holprig und aber in anderer Hinsicht auch wieder trotzdem sportlich zu fahren. Also man kann ordentlich mit dem Auto das durch die Kurven fliegen lassen, wie man so schön sagt. Finde ich zumindest. Also bedingt natürlich wieder durch den tiefen Schwerpunkt der Batterie, die ja so 400-500 Kilo auf die Waage bringt. Das merkt man natürlich, ne? Das ist bei fast jedem Elektroauto mit dieser Skateboard-Bauweise, dass die Autos eine super gute Straßenlage haben. Mir gefällt auch sehr gut die Sitze. Die Sitze vom Hyundai sind ja mit so einem veganen Leder, nennen die das auch. Es ist im Endeffekt ein Kunstleder, aber eben in so einer Wildlederoptik. Die bieten auch einen guten Seitenhalt. Gefällt mir besser als zum Beispiel beim Ford Mustang Mach-E. Also man sitzt wirklich sehr angenehm drin. Man fühlt sich wohl hier in den Sitzen. Auch der Kopf, dass die Kopfstütze so weit nach vorne ragt, ist cool gemacht. Ich finde generell, der Innenraum ist sehr durchdacht, sehr gut und ja, logisch aufgebaut, sage ich mal so. Bei den Sitzen habe ich noch was vergessen. Die Sitze sind ja klimatisiert. Das finde ich natürlich total super. Nicht bloß beheizt, sondern klimatisiert. Gefällt mir. Was gefällt mir noch sehr gut? Die ganzen Funktionen vom Fahren.
Also ich sag mal, diese elektronischen Funktionen. Das Auto macht einen super guten Spurhalteassistenten, der greift doch schön ein, nicht zu krass, sondern gut. Also die ganzen Assistenzsysteme arbeiten sehr gut. Die Rekuperation im maximalen Modus, wenn man die ganz hoch stellt, ist auch sehr gut. Auto hält dann auch prima an. Was ist da noch sehr gut? Man gefällt mir sehr gut beim Blinken, die Totwinkelassistentkameras. Die werden hier schön eingeblendet. Die Kameras befinden sich in den Außenspiegeln. Die hängen unten so dran. Und ja, ist einfach cool, lässt sich gut hier sehen, ist wirklich gut gemacht. Bedingt eben, dass hier so ein Display hinter dem Lenkrad vorhanden ist, was wir zum Beispiel beim Tesla ja nie haben. Und was mir noch gut gefällt, wo ich schon mal dabei bin, ist halt auch die Beleuchtung außen. Das Licht nach vorne ist wirklich super. Ist ja so ein Matrix-Scheinwerfer. Matrix-LED-Lichttechnik. Fetzt. Also ist völlig ausreichend, finde ich. Ein super Licht. Ja, macht Spaß. Dann kommen wir mal zu den 5 Dingen, die mir nicht so gut gefallen. Die gibt's auch. Nummer 1, könnt ihr euch schon denken, wie beim Mustang mache ich auch. Das etwas altbackene Innenraumkonzept, finde ich, ist altbacken, weil, wenn ich das so sehe, mit dem Drehschalter, dort Knöpfe, hier Knöpfe, dort ein Knopf, ja, das könnte man irgendwo anders unterbringen, habe ich ja schon mal gesagt, auch beim Ford, dass man das hier oben an den Schaltstock integrieren könnte. Ich finde, das ist einfach too much hier. Das Ganze würde ich eigentlich schon weg haben wollen. Die Sitzheizung, das könnte man hier oben mit integrieren. Und gut, die Schnellzugriffe hier oben, das ist gut gedacht. Aber könnte man auch dann im Display haben. Das Display müsste ein Stück Schmerz im Fahrer, dass man das wirklich, ich bin nur 1,85 groß, sitze ganz normal hier im Auto und wenn ich meinen Arm ausstrecke, komme ich eben nicht ans Display ran. Also ich muss mich nach vorne beugen, um das Display zu bedienen. Und das ist halt nie ideal. Ne? Also sowas sollte eigentlich ein bisschen von der Ergonomik etwas besser platziert sein. Und ja, das ist für mich ein bisschen ein Kritikpunkt. Genauso das Lenkrad. Lenkraddesign kann man drüber streiten. Geschmackssache. Mir gefällt ein Dreispeichen-Lenkrad grundsätzlich immer besser. Vor allen Dingen bei so einem Auto wie dem Kia, der eigentlich schon ein bisschen so eine sportlichere Charakteristik mitbringen will von Haus aus. Das Auto sieht auch außen sportlich aus. Das ist irgendwie, ja, das Lenkrad sieht sehr konservativ aus. Ne? Das erinnert so an die guten alten amerikanischen Autos. Geschmackssache. Mir gefällt es nicht so. Mir gefällt auch nicht diese ganze Knopf, diese 4 Versteller, also links, rechts, 2, dann auch noch oben. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Knöpfe plus noch 4 Drehschalter mit hoch, runter und drücken. Also sehr überladen. Dann dazu noch die Pedal hier oben für die Rekuperationsverstellung. Das ist alles ein bisschen too much. Dann haben wir hier unten noch ein Bedienelement. Da kann man nochmal die Parkbremse manuell und das ASR ausschalten und die Ladeklappe öffnen oder schließen, ja, das ist alles so. Dann haben wir hier noch was, ne? Das ist auch riesengroß, wenn man das überlegt. Die ganze Türe besteht hier so aus dem Bereich und da von der ganzen Türe, von der ganzen Bedieneinheit, sage ich mal, inklusive Mulde zum Greifen, nehmen 2/3 die Bedieneinheit ein. Wenn wir jetzt das Auto aufmachen, ist es nicht selten, dass man, wenn man einsteigen will, dass man immer hier oben irgendwo drauf datscht. Ne? Man datscht dann hier oben drauf, macht aus Versehen mal das auf, wo man eigentlich die Tür zuziehen will. Das ist nicht so ideal, das kann man einfach besser machen, finde ich. Und das ist meine Meinung, das ist sicher. Werden manche Menschen sagen, ja, was kritisiert er da rum? Aber das ist eben, so empfinde ich das und das finde ich halt nicht ganz so super gelöst. Könnte man besser machen. Dinge, die mir noch nicht gefallen. Mir gefällt zum Beispiel nicht das hier, das schöne Menü im Kia. Das ist einfach alles zu viel. Also die ganzen Einstellungen hier mit dieser App-Charakteristik, ja, alles gut. Ah, guck mal, ich gehe jetzt schon hier in die Einstellung des Fahrzeugs rein. Da hat man eine übelste Litanei an Einstellungen. Wenn ich zum Beispiel bei Fahrzeug reingehe, haben wir hier so viele Einstellmöglichkeiten. Motorsound, Head-Up-Display, Kombi-Instrument, Klimaanlage. Dann haben wir einen Fahrmodus. Dann geht man hier rein, da hat man zum Beispiel hier die Rekuperation. Ich habe schon immer das starke Abbremsen eingestellt, aber ja, das ist halt alles immer so viel Text. Ne? Das könnte man irgendwie ein bisschen minimieren. So aus den 2 Menüs könnte man 1 machen zum Beispiel und ja, der Bildschirm ist nie sehr groß und ich finde, was hier reingepackt ist, das ist schon ganz schön, ja, es ist sehr viel, ja, es lässt sich zwar gut bedienen, aber naja, ich finde, es ist ein bisschen too much, also das ist meine Meinung, ja. Es ist auch vieles doppelt, wie ihr schon seht, bei Eva, hier kann ich dann auch nochmal die intelligente Rekuperation einstellen und bei Fahrzeug habe ich es auch drin, ja. Also das ist mir jetzt nur mal ganz schnell hier aufgefallen. Fahrmodus
Oranges gewesen, siehst du, das finde ich nämlich schon wieder gar nicht wieder, weil es ist einfach so viel, hier was wiederzufinden, das ist dann einfach, ja. Aber das ist mir einfach zu viel. Ich würde mir wünschen, dass das hier einfach ein bisschen leichter ist, ein bisschen übersichtlicher ist. Aber das ist ja bekannt, dass sich da die Autobauer da ein bisschen schwer tun. Ne? Also, naja. Aber in vielen Autos ist man da die übelste Software haben mit vielen Menüs und Untermenüs und das Untermenü vom Untermenü. Und ja, das ist nicht so ideal. Also finde ich, das ist wieder Geschmackssache. Manche sagen, okay, das Auto muss viele Funktionen haben. Da muss man viel drücken und machen können. Okay, wer das gerne mag, ich mag das nie. Ich möchte es übersichtlich haben. Ich möchte mich schnell in einem Auto zurechtfinden können. Und das fällt mir hier im Kia doch ein bisschen schwer. Es ist zwar, das meiste ist trivial, also es ist ja durchschaubar oder schnell erlernbar und logisch, aber es gibt manche Dinge, die sind einfach nie logisch. Da muss man sich eine Weile dran gewöhnen. Aber das sei dem Auto gegönnt. Sowas gefällt mir noch nie. Mir gefällt nie aufgrund der Größe des Innenraums wiederum, was ein Vorteil ist, spart der Kia doch tüchtig im Heck mit Kofferraum. Das war ähnlich schon beim Ford. Der Kofferraum ist verhältnismäßig für die Größe des Fahrzeugs relativ klein. Ladekante ist schon ein bisschen höher, ist noch okay, ist noch im Rahmen, wo man sagt, okay, aber ist schon höher. Dafür, dass dann nicht mehr eine Mulde im Kofferraum ist, wo man jetzt noch was verstauen könnte, was eigentlich potenziell möglich sein müsste. Wie es zum Beispiel im Tesla ist, was ich total gut finde. Da kann man wirklich viel verstauen drin, die ist riesengroß. Das geht eben hier nie. Na, das ist der Nachteil. Und vorn im Frank haben wir ja gesehen, da ist ja gar nichts. Also es ist ja wirklich, da kann man eigentlich nie viel reinlegen. Und das ist eigentlich, wie gesagt, für die Größe des Fahrzeugs ist es einfach zu wenig. Ja. Es hat selbst der Mustang vorne eine Mulde gehabt. Hat jeder Tesla. Ich weiß nicht, warum das jetzt der Kia so vernachlässigt. Das finde ich ein bisschen schade. Ne? Ich weiß nicht, wie es dann bei Hyundai ist. Muss ich den Hyundai, den Ioniq 5, muss ich mir noch angucken. Aber das finde ich hier nicht so schön. So, und das größte Manko an dem Fahrzeug, diesen Versteller für diese Rekuperation, dass ich den jedes Mal wieder neu einstellen muss, um dieses iDrive hochzuschalten. Hat mir ja 3-4 Mal echt, wo ich dachte, ja, ich musste immer dran denken, muss mich dran erinnern, aber das ist halt immer wieder aus. Der geht immer wieder auf die normale Rekuperationsstufe zurück, starke Rekuperation, dann gibt es aber noch die maximale Rekuperation und die bleibt nie aktiv. Wenn du das Auto abstellst, ausmachst, wieder einsteigst, ist es deaktiviert. Wenn du dich dann darauf verlässt, dass das Auto stehen bleibt, weil du es eigentlich so gewohnt bist und so haben willst, macht er das nie. Na? Der rollt dann eben an, so klassisch wie beim normalen, wie bei der normalen Automatik. Und das will ich ja eigentlich nie. Beim Elektroauto möchte ich, dass das Auto stehen bleibt. Wenn ich gebremst habe, muss das Auto stehen bleiben. Dann muss das nicht nochmal 5 Meter rollen oder anrollen generell. Das ist ja auch unter Umständen gefährlich. Und ja, das finde ich nie gut. Ganz kurzer Einwurf noch. Ich habe noch was gefunden. Also ich muss sagen, hier. Also das ist auch ohne Beleuchtung. Da muss man dann hier oben so manuell anmachen. Also, nee, da muss ich sagen, das ist dieser Fahrzeugklasse nie angemessen. Also ganz ehrlich, nee. Das ist für 2022 nicht mehr ganz so ideal. Kann man besser lösen. Ich würde sagen, wir gehen nochmal raus, gucken uns das Auto nochmal von außen an. Noch mal am Laden. Ja, da haben wir nochmal den Tesla, sage ich schon, den Kia, der wieder schön wild hupt. Ich könnte nicht so zumachen. Kann ich den zumachen? Nee, ich kann nicht zumachen. Also ist ja komisch, oder? Versteht ihr das jetzt so? Ach so, ich habe ihn noch nie ausgemacht, seht ihr? Das ist wieder so ein Manko. Naja, ich bin eben Tesla gewohnt. Da steigt man außen aus das Auto aus. Ah, jetzt fährt auch der Sitz in die Lage. Und? Mal gucken, ob wir jetzt zumachen können. Ah, jetzt geht er zu. Ja, ihr seht's. Das sind so kleine Gebrechen, die ich immer, oder Bediendinge, wo man sich dran gewöhnen muss. Aber alles in allem muss ich sagen, der Kia EV6, cooles Auto. Probiert's mal aus. Ich kann es euch empfehlen. Für mich ist es nie ganz, dass ich jetzt sagt, gegen Tesla reicht's. Nö, für mich nie. Für mich wurde immer das Model Y da. Mit Model 3, finde ich, kann man es nie ganz vergleichen. Model Y ist da eher so die Klasse. Und auch preislich liegt er ja auch ein bisschen drüber. Also wenn man das mit Long Range Model Y vergleicht, ist der Kia EV6 im Allrad mit der GT-Line teurer. Das ist halt leider so. Ne? Und ja, muss man halt wissen, ne? Wem natürlich so ein Kia besser gefällt, der kauft sich halt ein Kia, logisch. So,
Das soll es dann gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst einen Daumen nach oben da. Das freut mich. Noch mehr würde es mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich werde demnächst auf jeden Fall mir noch den IONIQ 5 angucken oder IONIQ 5, je nachdem, wie man es sprechen möchte. Und mal schauen, wie der sich macht. Ich bin gespannt, ob man da Parallelen erkennen kann. Und ja, das soll es dann gewesen sein. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und tschüss.